So, wie ihr seht, bin ich bei der FIBA im Headquarter in der Nähe von Genf oder in Genf. Und ich zeige euch jetzt mal hier, wie das FIBA Headquarter aussieht. Ich habe gerade eine Führung bekommen und ist auf jeden Fall crazy, dieses Headquarter. Also das hier unten, die komplette untere Etage oder fast die komplette, ist das FIBA Museum. Das heißt, von der Entstehung, ich glaube 32, 34, 36 von der FIBA, also als die FIBA gegründet worden ist, bis jetzt stellt dieses Museum alles an Basketballgeschichte dar, ja, was es gibt. Und ich habe gerade fast eine Stunde eine Führung bekommen und ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Sachen. Ich will gerade mal gucken, wo ich das Jahr 32, da ist die FIBA gegründet worden. Von den teilnehmenden Ländern, wie ihr seht. Und damit es jetzt nicht so von links nach rechts und sprunghaft hin und her geht, wie ich euch gerade hier einmal getragen habe, zeige ich euch jetzt einfach mal ein paar Sachen und sage euch noch grob, was ich behalten habe. Und dann habt ihr auch mal einen Eindruck vom FIBA Headquarter bekommen. Und zwar gibt es das Gebäude hier seit 2013. Sieht super neu aus. Kann sich wirklich sehen lassen. Und hier seht ihr zum Beispiel da oben diese Metallstreben, die repräsentieren das Netz natürlich. Und in jeder Metallstrebe sind die Länder der FIBA ausgeschrieben. Hier zum Beispiel Rumänien, Schweiz, Portugal, Italien. Ich habe Deutschland noch nicht gefunden, aber das kann auch ein bisschen. Da oben! Ha, guck mal! Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da oben ist Deutschland. Ja, könnt ihr nicht sehen, aber ich habe Deutschland gefunden. Die sind nämlich nicht in der Reihenfolge, in irgendeiner Reihenfolge angeschrieben, damit die Leute hier suchen. Und diese Kästen, die ihr seht, die hier, die repräsentieren die 10 Spieler auf dem Feld. Und hier sind Zeitzeugen der Basketballgeschichte. Das heißt hier, was ich ganz interessant fand, natürlich als Dream Team und USA und überhaupt NBA-Fan, ist das hier auf jeden Fall interessant. Na, Team USA in Madrid, Tokolus-Schuhe, Championship Turkey, alles, Medaillen, unterschriebene Bälle, Ginobili-Jersey zum Beispiel, alles Kästen mit verschiedenen Relikten, hier zum Beispiel World Championship, hier habt ihr ganz lustige Sachen, wie zum Beispiel den Trainingsanzug von Melbourne 56 von den Olympischen Spielen von Bill Russell. Er hat auf jeden Fall Swag in seinem Nike-Anzug, der Bill Russell. Ja, und so sind hier auf jeden Fall sämtliche Eindrücke und Zeitzeugen der Basketballgeschichte. Ich zeige euch mal ein paar Sachen, die ganz cool sind. Equipment und Venue, wie Basketball gemacht werden, woraus sie bestehen. Sieht so aus. Wie die gefertigt werden und wurden. Dann haben wir hier die Fackeln der Olympischen Spiele. Sehr schön erkennen. Das hier ist relativ simpel gehalten, old school, als in Tokio 64 die USA Gold geholt haben. Bis hin zu ein bisschen spektakuläreren Versionen in London. Das Spiel habe ich übrigens gesehen gegen Spanien. Da war ich vor Ort. Die Fackeln der Basketballteams. Was haben wir noch? World Championship, unterschriebene Bälle der USA. Ich nehme euch mal mit zur History des Games oder zur History der FIBA. Das ist auf jeden Fall noch relativ interessant. Die ganzen Utensilien hier, die sind okay. Continental Championships gibt es auch noch. Tunesien, Nigeria, Kanada. Alles da. Und jetzt gucken wir uns noch mal kurz die Geschichte des Spiels an. Natürlich der Kollege Naismith hier mit der Erfindung des Spiels. Damit ging es los, der erste Bucket.
Dann, wie ich euch eben schon mal kurz gezeigt habe, der erste FIBA-offizielle, die Gründung der FIBA sozusagen, 32. Dann haben wir hier die Olympischen Spiele in Berlin. Das erste Mal, dass Basketball olympisch geworden ist. Mit dem ersten Sprungball, mit dem Spiel Estonia vs. France. Und da hinten seht ihr Frankreich-Estland 0-0. Und das erste Basketballspiel während Olympia wurde wo gemacht? Nicht in der Halle. Playground Basketball, Freunde. Ihr wisst Bescheid, draußen. Ja. Kommt's nämlich her. Dann haben wir hier World Cup Trophy, die erste. 67. Naismith Award. Frauen bei Olympia ab 2006. Nee, nicht ab 2006, was erzähle ich? Ab 53. Und dann hier natürlich ein großer Schritt. Nicht nur das Dream Team selber, sondern von da an durften europäische Profispieler in der NBA spielen und trotzdem noch für ihr Nationalteam, was es vorher noch nicht gegeben hatte. Und NBA-Spieler und Profis durften an Olympia bzw. an der Basketball-Competition teilnehmen. Das gab es vorher auch noch nicht. Also ein sehr entscheidender Schritt in der Basketballgeschichte. Da wisst ihr auch genau, wer da oben da unterschrieben hat. The GOAT. Nix LeBron James. Jordan, Baby. Und das gute Ding wird es bald geben. Bei den nächsten Olympischen Spielen wird das hier die Trophy sein. Und das war die History des FIBA Games. Und hier gibt es noch ganz viele kleine Basketballspiele. Na, die kennt ihr auch alle. Auch von ganz alt. Oh, Dr. J Basketball Score Game, das ist geil. Nice. Für die ganzen Sammler. Ich glaube, das wäre für die Kollegen Beslitsch, ne? Hier. Die ganzen Sammeldinger. Das sind auf jeden Fall mit OVP ist das einiges wert. Dann haben wir hier noch die Regeln, die ersten. Natürlich sehr, sehr wichtig, ne? Das Regelwerk da hinten, die ersten Basketballregeln. Und dann noch verschiedene Regelbücher von 47, von verschiedenen Ländern. Das Regelwerk. Dann haben wir da hinten noch Shaqs Schuhe, die 41 cm lang sind. China-Tour. Donated by Pink von Dikembe Mutombo. Auch nicht so klein. Und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen da hinten, aber ich habe euch jetzt schon mal einen groben Überblick gegeben, wie es hier so aussieht. Ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich euch gezeigt. Also wenn ihr mal in der Schweiz unterwegs seid und in Genf, man kann hier rein. Es ist for free, sich das anzugucken. Kann ich jedem Basketballfan nur näher legen, das auch mal zu machen, weil das ist echt sehr, sehr, sehr interessant für jeden, der irgendwie Basketball feiert oder ein bisschen mehr über das Spiel erfahren will, über die Geschichte. Es ist sehr cool, hier mal hinzukommen und sich die Sachen anzuschauen. Ne? Also, ihr habt einen Eindruck bekommen, FIBA Headquarter in Genf.